Howdy meine Deko-Freunde und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich die Zuckerform von der German Farmhouse Shop in verschiedenen Stilen dekoriert habe. Und ich freue mich sagen zu dürfen, dass dieses Video in Zusammenarbeit mit The German Farmhouse Shop entstanden ist. Und deswegen möchte ich euch kurz mal die Online-Seite zeigen, auf der ihr eure amerikanische Farmhouse-Deko bestellen könnt. Die liebe Maria ist der Kopf und die kreative Person hinter dieser Online-Seite. Und Maria ging es genauso wie mir oder wie auch vielen von euch. Und zwar fand sie, dass es eben viel zu wenig bis gar keine amerikanische Farmhouse-Deko in Deutschland zu kaufen gab. Und wenn man es eben online aus Amerika bestellt hatte, dann waren die Versandkosten einfach viel zu hoch. Deswegen hat sie das alles selber in die Hand genommen und German Farmhouse Shop eröffnet, was ich richtig, richtig super finde, denn ich liebe ihre Produkte so, so sehr. Und das sind wirklich original amerikanische, ja, Deko-Produkte, amerikanische Farmhouse-Deko, und ich habe es ehrlich gesagt noch nirgendwo anders online gesehen, dass es eben sowas in Deutschland zu kaufen gibt. Und zwar möchte ich euch ganz kurz zeigen, was die Maria denn so in ihrem Online-Shop verkauft. Und zwar hat sie es auch schon sehr schön in Kategorien unterteilt. Und zwar gibt es zum Beispiel, ja, berühmte Ray Dunn Produkte. Also dieses Ray Dunn ist ja eben dieser typische Schriftzug, den es überall in den letzten Jahren in Amerika zu kaufen gab. Und diese Sachen verkauft die Maria eben auch, was ich super, super toll finde, weil dieser Schriftzug, der schreit einfach so nach, ja, typisch amerikanisch, typisch farmhausmäßig, weswegen ich es einfach super finde. Und da müsst ihr euch echt einmal komplett durchschauen, weil die Maria da ganz viele Sachen hat. Dann hat sie auch noch Farmhausdeko für die Küche, fürs Badezimmer. Dann hat sie auch Wanddekorationen, ganz viele typische amerikanische Kränze und eben auch die Kategorie neue Sachen, also neue Dekoprodukte, und die zeige ich euch jetzt auch mal kurz. Ich werde euch ja jetzt dann im nachfolgenden Video zeigen, wie ich die Zuckerform von der Maria in verschiedenen Stilen dekoriert habe auf unserem Esstisch. Falls ihr aber sagen solltet, boah, die ist mir so ein bisschen zu groß, ein bisschen zu lang, dafür habe ich leider keinen Platz, finde sie aber trotzdem total toll, dann habe ich jetzt die Lösung für euch. Und zwar hat die Maria jetzt seit ein paar Tagen eine Zuckerform mit nur 5 Löchern, also nur halb so groß wie die, die ich jetzt zu Hause stehen habe, was ich auch super, super toll finde. Und zwar kann man diese Zuckerform einfach überall hinstellen, sei es aufs Fenstersims, sei es auf den Esstisch oder auf das Sideboard, ins Bad, völlig egal, diese Zuckerform passt in jeden Raum in eurem Zuhause, weil es halt eben auch aus Echtholz ist. Also meine Zuckerform ist echt richtig massiv und richtig, richtig schwer. Sie haut so schnell keiner um und sie ist halt eben super toll zu dekorieren, was ihr dann gleich sehen werdet. So, dann hat sie zum Beispiel auch noch so ein paar Vasen oder Gläser in Drähte, was ich auch so toll finde, weil es halt auch so richtig country-mäßig einfach ist. Und ich liebe solche Sachen und ich muss da immer ganz stark aufpassen, dass ich nicht komplett die ganze Seite bestelle, weil es einfach so tolle Sachen sind. Und dann hat sie zum Beispiel auch noch eine Etagerie. Ihr könnt es zum Beispiel auf ein Sideboard stellen und so ähnlich dekorieren wie hier auf dem Produktbild oder auch in die Küche stellen mit ein bisschen Geschirr drauf, Servietten, ein paar Tassen oder auch ins Bad mit ein paar kleinen Handtüchern und so ein paar Q-Tips in einem Glas oder so. Also auch wieder vielseitig einsetzbar. Guckt euch da unbedingt mal durch. Ist wirklich, wirklich, wirklich einen Blick wert. Hier ist zum Beispiel die antike Zuckerform in groß. Das ist jetzt die, die ich jetzt zu Hause stehen habe und ich liebe sie. Hier könnt ihr auch zum Beispiel noch so ein paar Beispielbilder sehen. Ihr könnt auch komplett einfach Kerzen reintun, ein bisschen mit Eukalyptus dekorieren. Sieht auch super schön aus. Oder halt auch Teelichter reinstellen und dann auf den Esstisch stellen. Richtig, richtig schön. Kostet 55 Euro und dadurch, dass sie so beliebt ist, dauert die aktuelle Lieferzeit 3 Wochen. Und mit dem Code FARMHAUS10 bekommt ihr nochmal extra 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen damit inspirieren. Falls es so sein sollte, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einen dicken Daumen nach oben da lassen würdet und meinen Kanal abonniert. Denn dann seid ihr immer up to date und verpasst keine zukünftigen Videos mehr von mir. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen.
Als allererstes habe ich erstmal unseren Esstisch von der Weihnachtsdeko befreit, habe ihn mal abgewischt und dann habe ich meinen neuen Tischläufer von Depot draufgelegt. Und dann habe ich auch schon die tolle Zuckerform von The German Farmhouse Shop draufgestellt. Ich zeige sie euch jetzt dann auch gleich mal näher. Es ist auf jeden Fall Massivholz und hat 12 Löcher, die ihr eben befüllen könnt mit jeder x-beliebigen Dekoration, wie es euch am besten gefällt. Und ich, weil ich ja eben ein Western-Fan bin, habe natürlich als erstes meine Kakteen reingetan und habe die eben in jedes Loch verteilt, beziehungsweise in 10 Löcher, weil ich nämlich nur 10 kleine Kakteen hatte, die eben da genau reingepasst haben in die Löcher. Und in 2 andere Löcher habe ich dann 2 Teelichter reingestellt, damit man dann so am Abend so ein bisschen Licht hat, damit es ein bisschen gemütlicher wirkt. Diese Teelichthalter, die habe ich mal auch bei Depot gekauft für 2 bis 3 Euro. Und das ist auch schon die erste fertige Dekoration mit der Zuckerform. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine coole Dekoration. Man hat auf jeden Fall ein bisschen was Grünes auf dem Tisch. Und Kakteen müssen auch nicht so oft gegossen werden. Ich besprühe sie immer mit Wasser einmal die Woche und das reicht ihnen vollkommen. Also müsst ihr die auch nicht extra rausnehmen, weil die Zuckerform nämlich auch mit einer Lasur bestrichen ist, die wasserabweisend ist, was ich auch super toll finde. Als Alternative zum Beispiel habe ich hier noch als 2. Möglichkeit eben Kakteen und Sukkulenten mit reingetan, immer wieder abwechselnd. Das fand ich auch noch einen Ticken schöner als das erste davor. Ja, weiß auch nicht warum, aber ich fand es halt einfach schöner. So ein bisschen Abwechslung, nicht nur Kakteen. Und ich fand, das sah auch super toll aus. Ich habe die Kakteen und die Sukkulenten alle bei mir in der Arbeit gekauft. Deswegen, ja, aber die gibt es auch beim Hornbach oder beim Obi oder so. Und das ist die 2. Möglichkeit, so wie ich es jetzt eben dekoriert habe, wenn ihr eben sagt, ihr möchtet was Grünes reintun. Und ja, ich muss sagen, das ist eigentlich so meine Favoritdekoration. Ich werde es auch so das Jahr über stehen lassen. Und wie gesagt, Sukkulenten und Kakteen brauchen halt nicht viel Pflege. Einmal die Woche besprühen und das reicht. Und deswegen kann man die auch in so eine Holzform reintun, weil diese da nicht kaputt gehen kann. So, und als 3. Möglichkeit habe ich eben diese kleinen Vasen hier gehabt. Und da hatte ich 11 Stück, habe dann aber, glaube ich, nur 10 benutzt. Und genau, da könnt ihr zum Beispiel Trockenblumen reintun. Wenn ihr sagt, ja, ihr möchtet jetzt nicht unbedingt Wasser in die Vasen tun, das ist euch irgendwie zu gefährlich oder ihr wollt es jetzt nicht unbedingt ständig austauschen, dann stellt ihr einfach solche kleinen Väschen rein und tut einfach irgendeine Trockenblume oder Trockenblumen, die euch gefallen, hinein. Ich habe jetzt halt hier nur ein Beispiel gemacht, eben mit so ein paar Gräsern und ein paar Blümchen. Habe das jetzt aber nicht ganz befüllt, weil ich nämlich dann noch was anderes mit den Vasen vorhatte. Aber das ist halt eben auch so eine Möglichkeit. Oder was ihr auch noch machen könnt, das seht ihr auch gleich im nächsten Clip. Eukalyptus zum Beispiel ist ja auch sehr beliebt und auch eine sehr schöne Farmhausdeko. Eukalyptus einfach in die Vasen tun und ja, fertig ist die Dekoration. Dann wollte ich aber noch was für den Frühling. Und zwar habe ich dann in jede Vase so ein bisschen Wasser gefüllt. Ja, fast halb voll oder ein bisschen, 2/3 voll. Und habe die natürlich dann eben auch wieder in die Zuckerform gestellt. Da ich eben nur 11 Stück hatte und es doof fand, dass nur ein Loch eben übrig blieb, habe ich nur 10 genommen und an beiden Seiten dann eben jeweils eine Sukkulente rein. Und dann habe ich mir ein paar Tulpen von der Arbeit mitgenommen und habe die eben in die Vasen gestellt. Und ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr fröhliche, farbenfrohe und schöne Frühlingsdekoration. Ihr könnt natürlich eine Blume nach eurer Wahl reintun, ganz egal. Aber ich fand jetzt eben die Tulpen dazu passend, weil die halt eben zum Frühling dazugehören und zum Frühling passen. Ich meine, wenn ihr sagt, ihr wollt lieber Hyazinthen reintun, ist bestimmt auch super, super schön, vor allen Dingen, weil die halt eben so gefiedert aussehen, also wie so Schmetterlinge, finde ich so ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich fand es auch mit den Tulpen hier ganz schön. Und so sieht das eben fertig dekoriert aus. Und dann habe ich mir gedacht, ich tue noch den ganzen Tisch dazu dekorieren und zeige euch, wie ich halt eben so unser Tischgedeck machen würde, wenn jetzt eben Gäste kommen würden. Und als erstes habe ich unsere Untersetzer hingelegt. Die sind, ich weiß nicht, aus
Gras oder irgendwie so. Die habe ich mal beim Action gekauft für ein paar Euro. Und dann habe ich unser Western-Geschirr aufeinander gestapelt, damit es eben, ja, schön einladend aussieht. Was natürlich bei keinem Tischgedeck fehlen darf, sind die Servietten. Und ich habe mir diese Stoffservietten vor ein paar Wochen bei Home24 bestellt und fand diese Farbe einfach auch so schön und passend zum Frühling. Und auch das ganze Jahr über kann man das verwenden. Und die habe ich dann eben so zusammengelegt, dass man die Fransen dann an der Seite noch hatte. Und habe dann zum einen erstmal so ein Juteband genommen. Oder so ein Paketband, sagt man auch, und habe das so ein bisschen zusammengebunden und dann eben das Besteck rein, dann noch so ein Gräschen dazu als Dekoration. Aber ich habe mir gedacht, na, ich versuche es halt eben auch mal mit diesem Jute-Stoff und habe das dann eben auch zurechtgeschnitten und den dann eben zusammengebunden. Und ich muss sagen, das sah sowas von toll aus und halt eben auch sehr rustikal und farmhausmäßig. Und das hat natürlich sehr gut zum Thema gepasst. Und ich habe das da hinten echt einfach nur so ein bisschen zusammengebunden, sodass man das halt einfach wieder aufmachen kann und wieder für was anderes benutzen kann oder für andere Servietten, dass man das halt einfach austauschen kann. Und dann habe ich es einfach umgedreht und vorne eben das Besteck reingetan und dann durch diesen Jute-Stoff, durch diese Öffnungen habe ich dann eben zwei so Gräser hineingesteckt und das fand ich sowas von schön. Und ich muss ehrlich sagen, das war auch das allererste Mal in meinem Leben, dass ich Servietten mit Gesteck schön dekoriert habe. Also das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Ich habe sonst einfach nur Papierservietten hingelegt dazu und dann halt einfach das Besteck drauf und das sieht einfach nicht schön aus. Aber das hier, muss ich sagen, ist schon ein echter Hingucker und da war ich schon so ein bisschen stolz auf mich. So sieht es dann eben am Ende aus. Wie ihr es hier seht, habe ich es einfach so durchgesteckt und so sah das dann aus und mir hat das so, so gut gefallen und das hat von der Farbe her auch fast zum Tischläufer gepasst. Also die hatten so einen ähnlichen Farbtouch, jetzt nicht ganz den gleichen, aber das macht ja nichts. Und dann habe ich noch Gläser dazugestellt, unsere, Whisky-Gläser, sage ich jetzt mal. Die habe ich auch mal vor ein paar Jahren beim Action gekauft, echt für so wenig Geld und die sehen halt trotzdem noch was aus. Und das war's auch schon. So sieht unser Esstisch dekoriert aus, wenn Gäste kommen würden, zusammen mit der wunderschönen Zuckerform von The German Farmhouse Shop. Und ich hoffe, dass euch jetzt dieses Video gefallen hat, dass ich euch dadurch ein bisschen inspirieren konnte. Also ich muss sagen, diese Zuckerform, die bleibt auf jeden Fall das ganze Jahr über auf unserem Tisch stehen, denn das ist einfach ein so toller Hingucker, nimmt auch nicht viel Platz weg, was ich auch super, super praktisch finde. Und das war's auch schon wieder mit dem Video, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, konnte euch ein bisschen inspirieren. Falls es sein sollte, dann lasst mir gerne einen dicken Daumen nach oben da. Und dann freue ich mich sehr auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, stay wild and howdy!